Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei einem neuen Projekt Minecraft Wild mit der Minecraft Version 1.10.2, also der neuesten ohne Snapshots. Machen wir etwas richtiges Wildes. Wir gehen sozusagen in den Wald und auch ein bisschen ans Meer und machen uns ein schönes Baumhaus. Tun Wölfe zähmen, werden irgendwelche wilde Sachen bauen, ein schönes Dorf irgendwo, ich hoffe es ist eins in der Nähe, und das alles im Livestream, mehrere Stunden, je nachdem, nicht jeden Tag, aber ja, vielleicht heute Abend noch nicht so. Ich habe einfach Regnum momentan geplant, weil es sehr gut ankommt. Aber dann am Morgen, am Montag, geht's los. Oh, hier haben wir sogar noch ein Schwarzeichenwald. Können wir, also Dunkleichen, da könnten wir auch noch etwas Gutes bauen. Vielleicht einen Pilzen großen oder so. Oh, wunderschön hier. Also ich habe jetzt direkt einfach mal das Spiel gestartet, eine neue Welt aufgemacht. Hab so eine schöne Welt. Nicht schlecht, hä? Super. Da können wir noch rüber dann später. Ja, also vor allem ist der Hauptaspekt, nicht riesige Häuser zu bauen, nicht zivilisiert zu wohnen und etwas Schönes kreieren, also eben vor allem schöne Landschaften, schöne Häuser, die sich auf die Landschaften nicht negativ auswirken. Hier zum Beispiel vielleicht mal Bergen bauen, also ein bisschen umändern und so weiter. Also es gibt vieles, das wir machen können. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Ich nehme natürlich alle Vorschläge an und ja, werden schauen, was alles geht. Sicherlich auch mal in den Dschungel gehen, um Katzen zu zähmen. Also diese Ozelotte. In die Schneelandschaft Eisbären und so weiter. Da bin ich mal gespannt, was ihr so mögt, und dürft dann jederzeit irgendwas ja, mir vorschlagen, mir ja, etwas wünschen, was ihr wollt, dürft ihr da. Und ja, es werden alle Videos natürlich aufgenommen. Das könnt ihr alle Videos schauen, und ja, ich bin mal gespannt. Hä? Eventuell werde ich auch ein paar Videos so machen und vielleicht vorstellen oder so, einfach mal kurz. Dann zeigen, was ich schon alles gemacht habe, weil ja, ich denke mal, für den Anfang, es ist meistens so, dass wir, ich denke mal, noch nicht so viele Zuschauer immer haben, und ja, ich würde mich freuen, wenn es auch ein bisschen besser ankommt, ein bisschen mehr Leute zuschauen, müsste es aber natürlich nicht, das ist natürlich alles freiwillig, aber das ist einfach so die Grundlage. Ich mache ja immer meine Projektnamen mit einem Thema und einem Namen, und ja, einfach speziell. Ich will einfach Minecraft mal anders genießen. Ich spiele Minecraft schon 6 Jahre, und in dieser Zeit habe ich vor allem schon so extrem viele Themen gehabt, da möchte ich auch mal ein bisschen Abwechslung, und ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall. Es wird cool sein. Was haben wir hier alles? So schöne Landschaften. Ich habe mal das John Smith Texturepack genommen, können es auch mal wechseln. Aber ich denke, Mittelalter passt ein bisschen besser.
Und ja, es gibt ja viele Projekte, die auf Technik beruhen oder auf riesiger Zivilisation. Und auf jeden Fall werde ich das Projekt auch expandieren. Wir können einen Server aufmachen. Wir können zusammenspielen, was ihr so wollt. Hä? Und ich bin mal gespannt. Oh, es sieht das schön aus. Sieht noch mehr aus wie Lego oder so. Ja, super, hä? Ja, dann werde ich dann anfangen, auch Minecraft zu livestreamen. Ich hoffe, es geht. Weil OpenBroadcaster-Software irgendwie Probleme macht. Das muss ich alles noch einstellen können. Auch die verschiedenen Plugins zu installieren, das kostet natürlich dann auch ein bisschen Zeit, aber ich werde mich stetig verbessern. Ich bin schnell im Verbessern. Und ja, ich freue mich, gell? Also, wir sehen uns im Livestream. Ich könnte es natürlich an, wann ich was livestreame. Schaut vorbei und viel Spaß noch mit diesen Projekten, auch mit Kingdoms Evolved. Auch ein sehr schönes Projekt mit meinem Modpack, das ich selber zusammengeschustert habe. Und so weiter. Auf ein schönes Livestream mit Minecraft Wild. Tschüss.